Hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen im nächsten Adventsvideo, im neuen Adventsvideo. Ich habe wieder eine Idee gehabt und erinnert ihr euch an Ostern? Da hatten wir ganz tolle Ideen mit diesen schönen Kranzkörben und ich habe die auch ganz vielen von euch verschickt, wahnsinnig viele. Und heute gibt es eine Weihnachtsidee damit und dann können viele von euch mit diesem schönen Kranzkorb mit schönen Kerzen nach Wahl können an ihr Adventsgesteck auch in diesem Kranzkorb machen. Und die Idee dazu, die zeige ich euch jetzt im Video. Tum, 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 bleib ruhig da erstmal kurz. So, für alle, die sich für so einen Kranzkorb interessieren, ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bis 8 habe ich noch zum Versenden. Ich schreibe euch das auch noch mal rein. Danach ist wirklich fertig. Ich bekomme die nicht nach, aber ich wollte es mal gesagt haben, weil sie einfach so schön sind. Das ist schon die Vorbereitung fürs Video. Und ich wollte mal kurz so in der Intro, es ist ja jetzt Allerheiligenzeit. Es gibt ein sehr schönes Video, das ich gemacht hatte mit einem Wachsrosenherz. Das sind also Wachsrosen. Die sind in Bordeaux. Und es hat auch einen Grund, dass ich die sehr gerne in Bordeaux mache. Bordeaux ist die Farbe, die den ganzen Winter über super hält. Die gibt es auch heller, die gibt es auch in Weiß oder Aprikot. Aber Weiß, die werden mit der Zeit beige. Also der Hintergrund ist natürlich, es ist eine echte Rose. Die ist in Wachs getaucht. Ich mache das nicht selber. Also das müssen wirklich Spezialisten machen. Die ist in Wachs getaucht. Und die ist dadurch haltbar gemacht. Also sind wirklich die Blütenblätter einer echten natürlichen Rose drin. Und das sind Rosen, die also für den Friedhof und im Freien, die den ganzen Winter halten oder die auch gern in für länger haltbare Sträuße genommen werden, die dann natürlich auch mit Nadelgrün gebunden werden. Diese Wachsrosenherzen versenden wir auch. Schickt mir einfach eine Mail an youtube@flowerstyle.de. Und wer sagt, ach, ich hätte gern so ein Wachsrosenherz von der Margit, gerne meldet euch bei mir. Ja, aber das nur nochmal und Videolink mache ich euch auch rein. Oben ist der Videolink. Und das ist jetzt ein Herz, das wird morgen von der Kundin abgeholt. Deswegen habe ich erstmal den Namen verdeckt, weil morgen ist es schon wieder weg. Und wir gehen jetzt in den Arbeitsbereich und da geht es jetzt weiter mit diesem schönen Kranzkorb. Okay. Halte ich raus, weil der Boden knarrt hier so rum. Macht ja nichts. Ja. So, ich habe als Vorbereitung auf das Video habe ich den Korb schon mit Steckmasse gefüllt. Er hat ja eh die Folie drin. Ja, das ist ja schon vom Hersteller. Das habe ich nicht gemacht. Und diese schöne Folie, die lassen wir auch so drin. Falls ihr sicher gehen wollt, dass die Folie ganz dicht ist, dann legt lieber nochmal eine rein zur Sicherheit, weil wir hatten tatsächlich manchmal schon den Fall, dass wir eine Arbeit mit Folie hatten und am Schluss hat es dann getropft und dann haben wir gesagt, dann hat man die ganze Arbeit fertig und dann tropft es. Und dann sage ich oft, lieber am Anfang noch eine Folie zur Sicherheit reinlegen. Das ist viel besser, weil am Schluss, wenn alles fertig ist, es nochmal rauszuholen, das ist total ätzend. Ja, und deswegen ist es so einfach als Tipp und das entspannt einen dann auch mehr. Ja, meine Idee ist heute, ich möchte einen Adventskorb mit 4 Kerzen machen. Jetzt haben wir ja Frischsteckmasse und auf den Strohrömern haben wir ganz oft die Kerzen mit Drähten befestigt. Ja, und man könnte theoretisch jetzt zwar auch mit Drähten, aber das hält nicht so gut und das ist nicht optimal. Deswegen befestigen wir immer auf der Steckmasse die Kerzen anders. Also da kommen jetzt nicht die Drähte. Die Drähte, die machen wir in Strohrömer, ja, wo man so richtig Festigkeit hat. So eine Steckmasse, die reißt ja auch schneller aus und mit so einem dünnen Draht würde das schneller ausreißen. Wir haben hier, das sind extra Pinholder für Kerzen. Mache ich euch nochmal den Beständig rein und diese Pinholder, also wir kleben die tatsächlich auch mit, nee, nicht hier, weil dann läuft der Heißkleber auf meine Finger. Ich mache einfach ein bisschen Heißkleber auf die Kerze und klebe diesen Pinholder mit dem Heißkleber fest. Das reicht, weil letztendlich dreht es ja keiner um. So,
Also Heißkleber und Heißklebesticks sind wirklich Arbeitsmittel, die man eigentlich zu jeder Jahreszeit brauchen kann. So. Und dann muss man das Ganze natürlich erstmal ein bisschen erkalten lassen. Aber das ist auch kein Problem, weil wir müssen ja auch wir müssen auch unsere Basis machen. Aber wenn wir diesen Korb stecken, dann kommen tatsächlich zuerst die Kerzen rein und dann stecken wir das Grün darum herum. So. Und dann stecken wir das Grün darum herum, weil der Platz für die Kerzen muss ja frei bleiben. So, deswegen muss ich also doch warten. Einmal kurz erkalten lassen. Ja, das geht ja beim Heißkleber recht schnell. So, und die Kerzen jetzt also nicht zu nah aneinander. Die Steckmaße, also ich kann leider Gottes hier mit dem runden Korb, kann ich halt nicht an einem. Kann ich nicht ein Stück reinmachen. Ich muss mich so ein bisschen rantasten. Und diese Stecker, ich stecke jetzt einmal rein. Und selbst wenn ich für den Transport die Kerzen wieder abnehmen muss, dann kann ich das auch wieder rausmachen. Ich zeige das jetzt mal. So, da muss man vorsichtig. Jetzt gibt es hier so ein kleines Kreuz. Und wenn ich das nach dem Transport die Kerze wieder reinmache, dann ist es wichtig, dass die genauso reingesteckt wird, wie die hier gesteckt war. Also Steckmaße verzeiht es nicht, dass ich jetzt mal so und mal so stecke. Die reißt dann auch aus und das ist nicht so gut. Das heißt, ich muss hier wirklich gucken, dass ich immer dass ich immer an der gleichen Stelle meinen Pin, ja, Pinholder, nein, wie heißt der Stecker? Ich gucke es nochmal nach, wie die genau heißen. Die kleinen sind Pinholder und das sind jetzt, aber den Namen von denen habe ich jetzt auswendig nicht parat. So, ich habe jetzt hier vier Kerzen. Sieht jetzt alles noch ein bisschen nackig aus. Mein Kameramann hat auch schon gesagt, was wird denn das? Ich sagte, es ist kein Problem. Die Auflösung folgt. Ist natürlich, wir müssen jetzt einfach ein bisschen Grün stecken und das Grün. Brauchen jetzt schon auch Stücke, die ein bisschen größer sind. Man kann auch einen Teil mit Moos abdecken, aber wichtig ist auch, dass unsere Folie abgedeckt wird. Und ich glaube, um mir das Leben leichter zu machen, würde ich jetzt einfach schon mal hergehen und den Rand mit ein bisschen Moos abdecken. In der Tat, weil wenn ich das alles mit Konifere blickdicht machen muss, dann wird es schwerer. Ja, so man sieht hier, dann ist schon das Moos weg. Das ist super. Und das macht das Leben dann doch einfacher. Und dann kann ich die Konifere einfach so stecken, dass es schön aussieht. Also Moos ist herrlich, um die Technik zu verkleiden. Und dann braucht man einfach deutlich weniger an Grün stecken. Sind auch Sachen, die ich tatsächlich auch beschließe jetzt während dem Drehen. Die sind jetzt nicht vorgeplant, aber das macht auch nichts. So, jetzt kommt deine Vorstellung schon so langsam in die Gänge, oder? Ja. Aber auch da will ich nicht so viel Deko machen. Also nicht so viel Shishi rumrum. Das lebt natürlich auch hier von den Materialien, die du da drin hast, die natürlichen. Stimmt. Bisschen Kügelchen und so, klar, aber weniger ist mehr. Das stimmt schon, ist was dran. Das stimmt. Und ich muss mich auch ein bisschen beschränken, wie viel ich jetzt an Grünzeug mache, weil wenn die Kerzen runterbrennen, dann brennt das ja alles sonst. Also es darf nicht zu sehr an die Kerzen gehen. Das ist gar nicht so einfach, da dazwischen zu kommen, gell? So, also bei Grün, Nadelgrün stecken,
Da macht man, da gibt es so ein bisschen Besonderheiten. Also man muss erstmal von dem Stiel bis die Nadeln wegmachen, dann wird der Stiel angeschrägt und dann erst wird er in die Steckmasse gesteckt. Wenn ich das anders machen würde, sprich wenn ich den nicht so frei putzen würde von den Stiel, von dem nadligen Grün, dann müsste ich das alles mit in die Steckmasse stecken. Und dann könnte ich den nicht so gut versenken oder ja, nicht so gut einfügen, dass der auch Wasserversorgung hat. Und deswegen ist das unerlässlich. Also wir müssen immer erstmal putzen, ja, und dann mit dem Messer schräg anschneiden. Und auch hier ist weniger ist auch mehr. Ja. Ich darf gar nicht zu viel Grün und auch nicht zu hoch und nicht zu buschelig stecken, weil das Grün bleibt zwar durch die Steckmasse bleibt es natürlich länger knackig und grün, also es bekommt ja Wasserversorgung, aber ich brauche wirklich nicht viel. Und ganz wichtig ist, also die Kerzen, die brauchen auf jeden Fall ein bisschen Abstand, ja, also die nicht noch enger zusammensetzen. Im Zweifel lieber die Kerzen eine Nummer dünner nehmen, ja, nicht so dicke Stumpenkerzen, und dann haben die Kerzen automatisch mehr Abstand. Also mehr Abstand ist auf jeden Fall gut als Brandschutz. Und zum Thema Deko, also wenn man braucht wirklich bei diesen bordeauxfarbenen Kerzen dunkle Kugeln, die dürfen jetzt nicht so hellrot sein. Und ich würde hier wenig Deko nehmen, auch nur ein paar Erlenzäpfchen, ein paar Kugeln. Also ganz, ich würde mal sagen, wirklich dezent. Weil dieser Kranz braucht tatsächlich nicht viel Deko. Und in die Mitte nehme ich mal einen bordeauxfarbenen Zapfen. Ja, man könnte noch, aber nein, man könnte viel. Ich mache das jetzt gar nicht, was man alles könnte. Ich habe zuerst überlegt, ob ich noch mit einem Korkenzieher-Haselnusszweig was mache. Aber eigentlich, also man kann den so nach draußen hier nochmal so drüber laufen lassen. Auch das kann man wirklich nur legen bei dieser Variante. Aber ansonsten würde ich tatsächlich gar nicht viel machen, weil ich finde, es ist so, das wirkt so schön, das Grün, und ist so schön abgedeckt. Es erinnert fast an den Waldboden mit dem Moos. Und mehr braucht dieser Kranz tatsächlich nicht als, ja, Kranz ist gut. Dieser Kranzkorb, es ist ja ein Kranzkorb, ja. Und als diese wenige Deko. Und ja, ansonsten fertig. Fertig ist schon das Adventsgesteck. Es wäre schön, wenn alles so schnell gehen würde wie das, ne? Aber ich bin da wirklich so ein Naturfreak, dass ich wirklich nur ein bisschen was dazulegen würde, dass es aussieht wie auf dem Waldboden. Ja, das war die fünfte Adventsidee. Ich freue mich immer wieder, dass ihr dabei seid. Und vielleicht habt ihr noch Ideen, vielleicht habt ihr Wünsche. Ich habe viele Naturideen, habe auch noch einige Ideen auf Lager, die ich gerne zeige und die auch noch kommen. Aber ich bekomme auch gern Anregungen von euch und vielleicht ist da was dabei, was ich auch umsetzen kann oder was ich euch zeigen kann. Dann frohe Vorweihnachtszeit, kann man fast schon sagen. Frohes Werkeln und Gestalten und alles Liebe von eurer Margit. Tschüss!